Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Reihe. Das wurde jetzt schon ein paar Mal angefragt und zwar geht es diesmal um C Sharp. C Sharp ist ähnlich wie Java, für die, die Java kennen, wird es relativ easy sein. Oder für die, die C oder C++ kennen, für die wird es auch relativ einfach sein. Aber es ist eine Sprache, die ziemlich leicht, ziemlich effizient und ja, natürlich objektorientiert und ziemlich groß ist. Man kann damit sozusagen alles machen. Das Tolle ist, es läuft auch eigentlich auf jedem Betriebssystem. Deswegen. Ja, ziemlich coole Sprache, die auch noch alles bietet, was man so braucht. Kurz zu dem, was ich hier habe, das nennt sich Microsoft Visual Studio. Das kriegt ihr, wenn ihr zum Beispiel Studenten seid oder auch teilweise als Schüler, kriegt ihr das Ganze kostenlos. Ansonsten müsst ihr das kaufen. Aber man kann auch C Sharp ohne Visual Studio programmieren bzw. verwenden. Es ist dann allerdings lang nicht so komfortabel und vor allem zum Erklären benutze ich die Features hier schon relativ gerne. Ihr könnt mal gucken, ob ihr eine andere IDE findet, die vielleicht für euch besser geeignet ist oder sowas, aber ja, im Folgenden nehmen wir einfach Visual Studio. Ich glaube, die Installation kriegt ihr auch von selber hin. Mehr muss man nicht machen, als einfach die ganze Zeit auf Installieren klicken, beziehungsweise auf Weiter und Abend. Und ja, wenn ich jetzt hier auf Datei gehe, dann einfach Neu und dann Neues Projekt. So, und dann haben wir hier schon eine ganz schöne Auswahl, die uns ein bisschen erschlagen wird. Zunächst einmal hier Windows Forms Anwendung. Das bedeutet, dass wir sozusagen von C Sharp schon was vorgefertigt bekommen, quasi ein Fenster. Und über dieses Fenster können wir einfach per Drag and Drop ein paar Sachen reinziehen. Ich kann es euch gerade mal kurz zeigen. So, hier haben wir schon unser Fenster und in dieses Fenster, also das können wir einfach resizen hier. Und dieser Werkzeugkasten hier, der liefert uns dann irgendwelche Elemente, die wir reinziehen wollen. Jetzt nicht erschrecken, es handelt sich schon um eine richtige Programmiersprache und das werden wir auch tun. Nur mal hier für die Leute, die gerne so mit ein paar Komponenten rumspielen, beziehungsweise die einfach zu faul sind, sich in Java zum Beispiel selbst Fenster zu schreiben, so wie ich, ist es ziemlich cool. Denn man kann da alles drin benutzen, man kann sich auch selber irgendwelche Datentypen erstellen oder sowas später. Also man hat dann noch vollen Zugriff auf den Code. Ich kann euch jetzt einfach mal zeigen, was passiert, wenn ich einen Button reinziehe. Und den platziere ich jetzt hier oben drauf und kann Doppelklick drauf machen. Und schon komme ich in unser Code-Stück. Ja, das ist eigentlich schon alles, was ihr dazu wissen müsst. Hier kann dann der Code quasi rein, der ausgeführt wird, sobald eben dieser Button gedrückt wird, dieser Button 1. Und hier an der Seite kann man die Eigenschaften von dem Button einstellen, also irgendwelche Farben oder sowas. Da braucht man eigentlich nicht wirklich irgendwie was Besonderes dazu. Ich werde euch natürlich alles erklären, keine Sorge, aber das ist jetzt mal ein Einleitungsvideo. Und in einem Einleitungsvideo geht es meistens darum, irgendwie ein Hello World auszugeben oder sowas. Deswegen schließe ich das tatsächlich nochmal. Nein, wir wollen es nicht speichern. Und gehe das alles später mit euch durch. Nur, dass ihr mal sehen könnt, was man alles damit macht. Ich gehe hier deswegen nochmal auf Neu und Projekt und dann werde ich hier eine Konsolenanwendung erstellen. Ich weiß, Konsolenanwendungen sind ein bisschen blöd. Aber sie reichen aus, um euch zu zeigen, wie ein Hello World funktioniert. Und wenn ihr jetzt euch den ganzen Code hier anguckt, Namespace bedeutet, Namespace werde ich euch irgendwann anders erklären, Klassen sind auch ein großes Thema. Was jetzt aber hier eure Main-Methode ist, da kommt einfach der ganze Code rein, ist das hier. Hier einfach ein Enter einfügen und hier kann man dann reinschreiben, was man möchte. Und das wird in unserem Fall jetzt einfach eine Ausgabe auf der Konsole sein mit Hello World. Und da wir ein bisschen fancy sein wollen, werden wir nicht Hello World schreiben, sondern irgendwas anderes. Und das nennt sich console.writeLine. Und nicht vergessen, wenn ihr irgendwie was benutzt, kommt da immer eine Klammer auf, dann eine Klammer zu und am Schluss kommt immer ein Semikolon hier. Und keine Sorge, ich werde euch auch noch alles genauer erklären. Aber nur eben, wie man diese Umgebung hier quasi kurz benutzt. Wir werden hier jetzt einfach reinschreiben, was wir haben wollen, und zwar in Anführungsstriche. Und dann kommt hier eben Hallo Welt rein. So. Und wenn wir das Ganze jetzt ausführen wollen, dann können wir es umständlich machen, was ich euch auch noch erklären werde, genau was das alles bedeutet. Aber wir können hier auch einfach auf Starten gehen und sehen, okay, das Fenster hat sich geöffnet und es ist schon wieder weg. Das ist ein bisschen blöd. Aber es stand definitiv Hello World da. Ich kann es mal ganz kurz machen. Da stand es. Ganz kurz. Aber wenn wir da tatsächlich das Ganze auch noch sehen wollen, dann müssen wir warten, bis der Benutzer irgendwas eingibt.
Und so lange bleibt die Konsole dann offen und das machen wir mit ReadKey, also auch Konsole.ReadKey. Wenn ich das jetzt starte, dann steht hier Hello World oder Hallo Welt und wartet, bis ich irgendwas eingebe. Ups. Es muss nur eins sein und dann schließt sich die Konsole wieder. So, das ist jetzt quasi mal das Grundlegende. Also hier kann man speichern. Hier kann man alles speichern. Und hier kann man ein neues Projekt anlegen. Man kann auch neue Webseiten damit erstellen, allerdings ist das ein bisschen komisch. Und hier lässt sich das Ganze eben starten. Genau. Jetzt noch hier kurz zu dem Projektmappen-Explorer auf der rechten Seite. Ich schiebe das mal ein bisschen weiter hier rüber, dass man auch alles sehen kann. Das hier ist der Name von unserem kompletten Projekt, beziehungsweise hier ist die komplette Projektmappe. Hier ist der Name davon. Und hier stehen so ein paar Eigenschaften, aber die brauchen euch jetzt nicht irgendwie zu interessieren. Da unten kann man zum Beispiel eine Version angeben, aber das ist jetzt nicht wirklich interessant. Verweise werde ich euch erklären in irgendeinem Video mal. Hier kann man weitere Sachen hinzufügen, einfach zu diesem zu eurer Arbeitsumgebung, also irgendwelche externen Anwendungen oder sowas, die man benutzen möchte, kann man hier hinzufügen. Dann über die app.config kann man auch ein paar Sachen modifizieren, braucht man aber eigentlich relativ selten. Und was wohl das Wichtigste ist, ist euer Programm.cs. Das ist die Datei, in die wir gerade geschrieben haben. So, ja, also ihr seht, das ist eine große Umgebung und ich werde euch nacheinander ein paar Sachen zeigen und dann auch in die IDE ein bisschen genauer eingehen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr irgendwie Kommentare da lasst, was ihr braucht oder was ihr gerade so vermisst habt oder sowas, dass ich da auch ein bisschen genauer drauf eingehen kann. Und ja, sagt mir einfach Bescheid, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht oder so. Und wenn ihr spezielle Themenwünsche habt, natürlich auch. Gut, in dem Fall war es das für die Einleitung und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn wir dann richtig anfangen mit irgendwelchen Variablen-Typen und sowas in der Art. Genau. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao.